Aber wo bin ich denn eigentlich? Eigentlich suche ich gerade einen Ausgang aus dem Scheißding, wo ich hier fest sitze. Eigentlich muss man ja, also finde ich zumindest, ist Weihnachten ja eher nicht, oder geht's weniger um die Geschenke, als um das Beisammensitzen. So langweilig es auch manchmal klingt, aber ich finde das eigentlich das Geilste überhaupt. Gerade weil es für mich ja nun nochmal ein bisschen was Besonderes ist, weil ich ja nun relativ weit weg von meinen Eltern wohne. Finde ich das zu Weihnachten irgendwie ganz nett. Da wird dann immer lecker gekocht. Mein Vater kocht dann immer was Geiles. Ganz unterschiedlich was. Und dann sitzt man da eben, trinkt nochmal ein Bierchen, noch ein Schnäpschen und so und... Na gut, mit meinen Eltern kann ich Bierchen trinken. Schnäpschen geht da nicht, weil meine Eltern sind keine so Schnapstrinker. Ja, gut. Aber ist egal, Bierchen das ist ja gut. Schon gemütlich, klar. Ah, nee, stimmt gar nicht. Ja, 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 stimmt schon. Zu Weihnachten gibt's auch immer Bowle. Nom, 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 nom. Letztes Jahr habe ich da vollen Ausschlag von bekommen, von irgendwas. Da war ich gegen irgendwas da drin allergisch. Ist egal, ich habe weiter getrunken. Ja. Und das Schönste ist, man verbringt ja auch Weihnachten gerne mit der Familie und so. Worauf ich mich aber auch immer sehr freue, ist auf meistens den zweiten Weihnachtsfeiertag. Da macht ein Kumpel von mir immer selbst zu Hause Feuerzangenbowle. Oh, Feuerzangenbowle. Und der lädt dann ein. Also der lädt dann halt so ganz viele Leute ein, alle die Bock haben. Und dann wird halt gemütlich zusammen Feuerzangenbowle getrunken. Und das finde ich fast sogar noch geiler als ein Familienbesuch, muss ich ehrlich sagen. Ja, Alkohol ist immer geiler als Familienbesuche, hallo? Nein, weil es einfach total gemütlich ist, meine ich. Weißt du, das ist so gemütlich da rumflitzen, was trinken und dann mit Freunden rumhängen. Super. Kann ich nur jedem empfehlen. Zweiter Weihnachtsfeiertag habe ich letztes Jahr mit einem Kumpel angefangen, die Tradition. Also, die Tradition. Werde ich ins Kino gehen und da werden wir uns den Hobbit anschauen. Haben wir letztes Jahr, zweiter Weihnachtsfeiertag, waren wir im Kino, waren wir vorher was trinken, sind dann ins Kino gegangen, haben uns den Hobbit angeschaut, sind dann nochmal was trinken gegangen. Ja, so geht man ins Kino. Das war der zweite Weihnachtsfeiertag. Ja, den gucke ich mir jetzt wahrscheinlich sogar die nächsten Tage dann an. Wir gehen mit der Firma hin und gucken uns den dann Firma. Mit ein paar Freunden an und Freunden. So nennst du also deine Mafia-Familie. Ja, klingt das irgendwie cool, oder? Ich bin mit der Firma unterwegs heute. Oh, wen tötest du? Dich. Da musst du mich erst finden. Edgepatch. Und weg. Wir haben es im Moment alle mit diesem irgendwie. Ja, ist aber auch total geil. Habe ich alle mit angesteckt. Also eigentlich war Theo das und dann ging es weiter. Nee, eigentlich war das als erstes Karl. Nee, das war gar nicht Karl. Das war hier Robot Unicorn Attack. Nee, wie hieß denn der? Das kenne ich. Die Einhörner. Nicht. Kann ich dir sowieso schon sagen. Charlie the Unicorn. Charlie! Candy Mountain! Charlie! Candy Mountain Candy Cave! Nein, kenne ich nicht. Aber okay. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Das ist, ja, das kann sein, aber es ist absolut nervig. Aber ich finde es geil. Ich stehe da total drauf. Auf so nervige Scheiße. So bist du ja auch nun mal. Ey, fick dich, Arschloch. Ich bin voll nicht nervig. Ich bin voll der seriöse Typ, ne? Ja, ist klar. Ach ja. Natürlich. Ja, ja, Balas. Hier hast du deinen Tropfen. Erzähl mal, genau. Meine Mama hat gesagt, ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden. Ich glaube, da oben ist das hat nicht meine Mama gesagt, aber das habe ich gerade gesagt. Scheiße, ist das geil. Grats, übrigens. Grats. Okay, ich bin glücklich. Meine Mama hat gesagt, ich bin was Besonderes. Das sagen alle Mütter übrigens, ne? Ja. Also, glaubt ihr nicht, die lügt. So, 53 Eisen habe ich gefunden. Aber irgendwie habe ich übrigens noch zumindest überhaupt keine, nicht ein bisschen irgendwie Weihnachtsgefühle oder irgendwie sowas. Na doch, ich habe schon Richtung. Total Weihnachtsgefühle, weil meine Weihnachtsgefühle beschränken sich immer auf Aggressionen, weil ich hasse einfach die Weihnachtszeit, weil das heißt immer voll viel Arbeit. Ja, das ist bei mir im Gegenteil so. Also weil zu Weihnachten denken sich Leute immer, da muss ich voll viel fressen und es ist eigentlich voll stressig und ich will ja gar nicht einkaufen gehen und deswegen bin ich voll unfreundlich und gehe den armen Verkäufern auf den Sack und nerv die mit irgendwelchem Scheiß, weil ich nicht lesen kann. Oh ja, das kenne ich. Aber zum Glück haben wir eben nicht so ein Weihnachtsgeschäft, da bin ich auch immer ganz glücklich drüber. Ich meine, da geht schon ein bisschen was, aber das ist jetzt nicht so hochsaisonstechnisch. Ja. Dafür haben wir den ganzen Sommer zu tun. Ja. Ja, und so hat jeder irgendwie seine Hasszeiten. Ja. Apropos Hasszeiten, habe ich noch irgendwo Taschentücher liegen?
Apropos Zeiten, wie spät ist es eigentlich? Oh, schon relativ spät. So lange mache ich mal nicht mehr. Ich werde mich jetzt hier langsam mal rausgrasen. Okay, weil ich mute mich nochmal schnell. Ja, wo wir nämlich gerade beim Thema Arbeit waren, da muss ich morgen wieder hin. Und da ich das hier jetzt noch heute rausbringen will, muss ich das gleich noch rendern und warten. Und das wird noch später. Rendern, warten, hochladen, schlafen, gucken, ob das Hochladen funktioniert hat. Ja, das ist so mein Plan für die nächste... für die nächsten 12 Stunden. So, was haben wir denn hier eigentlich? Jetzt renne ich hier die ganze Zeit in so einer Höhle rum und verirre mich hier gerade total, weil ich überhaupt nicht aufgepasst habe, wo ich hier lang renne. Furchtbar. Wir haben gerade Sonntag. Nee, fast. Stimmt eigentlich nicht, aber ist egal. So, wo bin ich jetzt gerade? Wie bin ich denn hier rausgekommen? Egal. Hallo. Ich habe mich hier irgendwo in der Höhle verlaufen. Ich habe die Treppe gefunden. Und ich habe nicht einen Diamanten gefunden bisher. Zwei. Oh, und ich habe was gefunden, was ich nicht abbauen konnte, weil mit einer Steinspitzhacke haue ich nicht auf Diamanten ein. Das wäre irgendwie Verschwendung drum. Ja, das ist richtig. Und ich werde diesen Diamanten nie wiederfinden, glaube ich. Nein. Tja, komm vor. Huch, ist das Nacht. Kann passieren, ja. So, ich werde mich auf jeden Fall gleich mal rausprügeln. Ich habe eine Menge Kohle gefunden und nicht so viel Eisen, leider. 55 Eisen. 53 Eisen. Aber wie gesagt, dafür noch 2 Diamanten, 9 Goldbarren. Ja, das ist okay. Also ein bisschen Kleinscheiß halt, ne? Bisschen Firlefanz, das schmelzen wir dann beim nächsten Mal ein und dann wird auf jeden Fall wieder gebaut, versprochen. Und dann machen wir uns bis dahin auch mal Gedanken, was wir weitermachen und so. Wo oder wir überhaupt bauen wollen, genau. Was wir so machen wollen. Auf jeden Fall muss das Herrenhaus fertig werden, das ist ganz klar. Da müssen wir die Einrichtung auf jeden Fall noch machen. Das weiß ich. Ja, ich brauche noch ein bisschen Nether Quartz für den Brunnen, um den komplett fertig zu machen, weil da fehlt mir noch ein Treppenstück, ein paar. Ja, richtig. Also, das wird nicht langweilig, glaube ich. Also, ihr wisst ja, es gibt viel zu tun, wie immer irgendwie. Minecraft ist absolut stressig. Also, wer Minecraft spielt, um sich zu erholen, der hat die Welt nicht verstanden. Ja, also zumindest, wenn man irgendwie mal was Gescheites bauen will. Ja. Und dann... wird's auch mal wieder Zeit für ein paar Inspirationen für mich, mir fällt gerade so nichts ein. Ich denke mir so nebenbei mal ein bisschen nach, was man machen könnte, so als nächstes, meine ich. Ja, da kann ich dir dann mal was zeigen, was zur Inspiration vielleicht helfen könnte. Ja, oder wenn ihr Ideen habt, wie immer gilt, dass ihr uns auch gerne schreiben könnt und sagen könnt, was ihr gerne hättet. Und für alle muss ich dir gerade mal noch dazu sagen, für alle die kein Google Plus Account haben, weil das läuft ja heutzutage alles mit Kommentaren über Google+. Schreibt uns auch gerne auf unsere Facebook-Seite. Da geht das auch. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Juwilas LP haben ja Facebook. Genau. Und findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr sonst auch gerne reingehen und uns darüber schreiben. Schreibt vielleicht einfach noch kurz mit dazu, zu welchem Video das sein soll, dass wir da noch kurz Bezug drauf nehmen können. Und dann könnt ihr auch damit kommunizieren, dann müsst ihr nicht immer Google Plus benutzen. Weil Google mag ja keiner. Außerdem kommt dann die Facebook-Seite ins Leben, das finde ich auch schön. Yay! So. Das wollte ich nur nochmal mit sagen. Und Interaktion ist gern erwünscht. Nicht wahr, Balas? Nö, ich hasse euch alle. Nee, ich gehe jetzt erstmal irgendwo anders hin, wo ich nichts machen muss. Ich gehe mich jetzt ritzen. Ich bin voll emotional, deswegen sagt man zu mir Emo. Was? Was? Oh. Siehst du, Juwi hat sich auch geritzt. Deswegen hat er Aua gesagt. So, wo ist denn der Juwi eigentlich jetzt hier? Ich tauche gerade hier irgendwo auf. Blub, blub. Blub, blub, das hört sich an wie Wasser. Ah, hier, ha, lustig. In dem Fluss neben unserem Dorf. Ich mach ja das Loch zu, Alter. Ich schwör dir. Ich brech dir die Beine. Ha, das ist ja cool. Wenn ich die Beine brech? Ja. Also quasi neben unserem Hafen. Cool. Gut. Dann renne ich jetzt mal noch zu meinem Haus. Und dann würde ich sagen, reicht's auch mal für heute. Der Juwi geht zum Haus. Ja, ich bin schon lange oben. Hey. Hey. Ich habe schon das erste Eisen, also beziehungsweise die 53 Eisen bei mir im Haus in Öfen getan. In Öfen? Damit da ein bisschen Eisen draus wird. In dem Backofen.
Ich sag jetzt Galle zu dir, Galle. Halt's Maul. Das finde ich nicht lustig. Weißt du, dass du der Galle bist? Ja. Ich glaube, du bist der Agro-Galle, so wie du hier rummachst. Vielleicht. Einfach Bübchen noch einmal. Oh Gott, gut, dass wir gleich aufhören. Ja, das ist echt, wird Zeit. Es wird niveauvoll hier. Frames. Hallo, ich bin ein Frame. Ich auch. So, ich habe keine Lust mehr, mein Haus zu laufen. Die Frames wollen gerade nicht so wie ich. Kommt, ladet euch. So. Du meinst die Chunks? Das da, ja, meine ich. Das da sieht jetzt gerade keiner. Gut, da sieht keiner was. Hallo. Winke. Das hier ist das Ballershaus. Der Ballers guckt zum Fenster raus. Schön. Ja. Sehr gut, meine Lieben. Ich sag dann mal tschüss. Vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen. Jetzt geht's wieder aktiv weiter mit Minecraft. Wir freuen uns sehr auf euch. Nicht wahr? Peace and out, Motherfucker. Genau. Und dann bis zur nächsten Folge und Aufnahmesession. Bis dann. Tschüssikowski. Tschüss.